Recht herzlich willkommen zur 24. Folge von Europa Universalis 4. So, das Ganze war mit Frankreich, ist es auch noch. Und ja, ich habe dann irgendwann mal vergessen, dran zu denken, dass wir ein Update nicht machen sollten bei Steam. Und dabei ist das Spiel geupdatet worden. Ich habe es dann wohl glücklich geschafft, auch wieder einen Spielstand laden zu können, obwohl das ein Risiko ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist. Ich habe aber zu dem Punkt dann, als es sich sowieso geupdatet hat, gedacht, gut, dann legst du mal ein bisschen was zu. Habe ich dann auch gemacht und habe noch ein paar Erweiterungen gekauft. Die sind jetzt auch alle dabei. Vielleicht hat sich das eine oder andere hier verändert. Das müssen wir dann mal gucken. Aber ich glaube, das hier ist alles noch ungefähr gleich geblieben. Wir sind hier unterwegs mit unseren Diplomaten, die da was verbessern, da verbessern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so ein bisschen eigentlich die Meinung, dass hier bessere Zahlen standen vorher. Aber naja, wenn es dem so ist, soll es auch egal sein. Ja, irgendwie habe ich gerade eine ziemlich laute Musik. Da muss ich mal gerade ein bisschen runterschrauben. Allerdings muss ich dafür aus dem Fenster raus und dann scrollt er immer so schön darüber, ne? Oh, jetzt ist aber ganz viele Fenster aufgegangen. Dann machen wir erstmal Pause, ne? Weil verloren wir den Handelsdisput-Kriegsgrund gegen Österreich. Okay, das soll ziemlich egal sein. Unsere Verwalter berichten, handelt in Getreide. Okay, das ist was Neues. Das haben sie, glaube ich, bisher noch nicht. Okay. Handelt in Wein. Okay, handelt in Wolle. Schiffskosten, minus 5. Handelt in Tuch, mein König. Söldnerunterhaltsmodifikator minus 25. Handelt in Pelze. Herrliches Prestige plus 1. Handelt in Kupfer. Regiment Rekrutierungsgeschwindigkeit minus 10. Und handelt in Sklaven. Globaler Tarif plus 10. Alles klar, okay. Da haben wir dann handelstechnisch natürlich jetzt was dazu bekommen. Was hatten wir zuletzt? Zuletzt hatten wir, dass wir, die Schulden bezahlt haben. Obwohl, ich sehe gerade, wir sind schon wieder auf Schulden. Und das ist ja auch doof, ne? Warum sind wir jetzt auf Schulden? Wo ist das Geld? Das Geldsäckel ist da. Wir haben 6,38. Interessant. Gut. Keine Ahnung, warum lassen wir gerade laufen und warum lassen wir nicht gleich wieder einen Kredit dafür aufnehmen, was aber passieren könnte. Ja. Die Zahlen ändern sich aber auch hier ganz rapide, komischerweise. Naja. Soll wohl nicht so schlimm sein. Der nächste Erste kommt bestimmt, ne? 14. November. Ja, hier unten. Das ist die Provence, die da segelt. Das ist gar nicht unser Schiff. Oder unsere Schiffe. Wo sind unsere? Da sind unsere. Was machen die da? Das sind hier die kleinen Transportschiffe, ne? Ja, die machen eigentlich nichts, ne? Automatische Transport deaktivieren. Können wir da eigentlich nicht unbedingt liegen lassen, oder? Ich glaube, die fahren wir mal rum in den Hafen. Ja, das ist natürlich super jetzt hier. Wenn die Fenster ewig aufpoppen, dann muss ich was machen, ne? Und es kommt alles in dem gleichen Fenster wieder, jeden Monat, oder was? Prestige, wie viel haben wir da? 15, okay, das brauchen wir also nicht unbedingt. Ja, da müssen wir gleich irgendwie gucken, dass wir zum Handeln kommen, ne? Okay, hier ist Annexion. Ist bei 58,3%, steht hier ja im Endeffekt auch. Flotte plus 7. Armee haben wir eine Stärke von 27.000 Mann. Umkämpfte Nachfolge. Zu viele diplomatische Beziehungen, wo wird N? Okay. Alles schön und gut. Wo sind unsere Truppen? Die sind da. Automatisch speichern, auch schön. Truppen haben wir aber noch ausgewählt. Der ist auch schon da.
Wie sieht's dann hier in der Provinz aus? Ah, das sieht hier ein bisschen anders aus. Ah, da können wir weiter Gebäude errichten, auch schön. Ein Tempel gibt's schon da und so, okay, das sieht also etwas anders jetzt aus. Regiment rekrutieren, was steht hier? Kaufmannsrepubliken. Ist das? Gibt 5, weil der macht aus. Ach so, okay. Will ich jetzt erstmal gar nicht. Jetzt will ich erstmal. Ja, was möchte ich jetzt machen? Gute Frage, ne? Handel. Händler, Ärmelkanal und Genua. Auch der eine ist sogar. Ne, der eine sammelt nur 0,01. Das ist ja auch nix, ne? Ist das hier etwas verändert? Okay. Das ist ja Riesensumme an Handel. Ja, entweder das ist jetzt hier buggy oder es hat sich wirklich schlechter gestellt. Da ist alles grün. Das ist der Handel. Wir haben keine Embargen. Was haben wir hier? Das wächst alles noch. Hier geht wahrscheinlich noch nichts, ne? Sieht nicht so aus. Dann können wir das erst wieder zumachen. Französisch ist die Hofsprache Europas. Ja, da ist immer noch das gleiche Ziel. Das sich etwas schwierig gestaltet, aber das kriegen wir irgendwann auch noch hin. Kriegsmüdigkeit ist 2,71 von 20. Stabilität ist 1. 160 ist die Kolonialreichweite. Okay, ich habe eigentlich nicht so viel am Hut. Ja, das sind unsere Truppen. 30, 32, 7 und 10. Das passt also. Das ist unser General. Und hier sehen wir unsere Untertanen. Bourbonnais, war das die, die wir integrieren? Nein, Auvergne, ja. Rittersteuer aktivieren. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Skandal am Hof. Dann machen wir mal gerade eine Pause. Verlieren 1 Stabilität. Nö, das will ich auf gar keinen Fall. Ja, Geld verlieren wir. Kommen wir jetzt nicht drum rum. Ja, Minus aber ist positiv. Auch schön zu sehen, ne? Gut. Gucken wir hier rein. Und zwar, ich glaube, da ist das, ne? Okay, das sieht jetzt ganz anders aus. Handelsdepot, das geht noch nicht. Da können wir noch nichts machen jetzt, oder wie sehe ich das? Ja, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir nicht genug Geld vielleicht haben. Dann sollten wir, interessanterweise hatten wir gerade eine Pause. War die automatisch gekommen oder lief das Spiel jetzt in der Pause weiter? Oder habe ich angehalten? Ich habe angehalten. Okay. So, das geht ja hier super voran. Das heißt, wir haben gleich die Auvergne annektiert. Hier geht's besser mit 109 los. Wir haben hier einen schönen Platz. Ja.
Entwicklung. Wow. Integration hat geklappt. Okay. Ja. Kredit aufgenommen. Gleich so viel. Auch schön, ne? Aber wir haben jetzt ein Land mehr und das ist dieses hier. Die Moral der Truppen ist schlecht, ne? Provinz entwickeln. Oh, ich sehe schon, das wird etwas kompliziert hier. Oder kompliziert vielleicht nicht, aber... Grundsteuern erhöhen. Da kann man richtig wachsen lassen. Was ist das zweite Feld? Produktion steigern. Okay. Das ist ja cool. Und das letzte, wofür ist das? Mannstärke erhöhen. Aha. Und der obere Wert ist... Acht steht da oben. Wo finde ich die 8 hier wieder? Nirgendwo. Und unten ist die 46. Finde ich die irgendwo? Gebt 46 Mittel Macht aus, okay? Das ist nur die Frage, wofür die 8 hier oben steht, ne? Die gibt's da ja auch. Ja, das wird wohl die Mannstärke sein, die ich dann habe. 8, 9, 10, 11. 14, 19, 19 und 4, 23, 29, 34, 4, 8, nee, das kann es nicht sein, da passt was nicht. Und da unten geht es ja auch noch weiter, das muss noch was anderes sein. Ja, muss ich mir mal anderweitig noch einen Kopf drum machen, was wir da machen, ne? Kultur ändern, ach Gott. Den senden wir denn dahin? Wallonisch, Normannisch, Gascon. Wo ist denn Armagnac? Burgonia. Sieht ja auch schwierig aus, ne? Ist das hier Limousin? Ne, das ist die Burgonia. Die haben wir da aber auch draufstehen. Ganz unten. Burgundisch. Aber das dauert ewig, da was zu ändern dann. Das einfachste ist Périgord. Das ist hier. Steht ja auch hier dran, ist ja auch schön, ne? ...70 Monate dauert sowas, wow. Ist zu viel, sag ich mal, ne? Lokale Autonomie, das ist das nächste, okay. Lokale Unruhen minus 10%. Haben wir höchstens hier so, wo die minus 8 sind. Da können wir das dann ändern, oder? Okay. Ist jetzt für mich noch nicht so entscheidend. Zu Kernprovinz brauchen wir noch nichts machen. Obwohl, das hier müsste doch vielleicht, oder? Ist das jetzt gerade nicht auswählbar, ne? Auch schön. Das sind unsere Schiffe, da sind unsere Truppen. Mach mal zu, wir haben hier reichlich. Euer einer haben Verlust erlitten. Wo denn? Mhm. Wir machen auf jeden Fall noch Plus. Und hier können wir jetzt was freischalten, oder wie sehe ich das? Das geht noch nicht.
Nö, aber hier geht's jetzt weiter. Schulden und Darlehen. Zinsen minus 1. Tja, sollten wir wohl tun, oder? So, dann ist der nächste Schritt dran. Hier oben geht's ja schon voran. Ja, okay. Haben wir erledigt. Verschiebung. Ja, lass uns das mal gerade angucken. Okay, hat sich gerade verschoben oder wie sehe ich das? Wir sind da unten und haben drei Kardinäle. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben keine Chancen, irgendwas zu gewinnen. Obwohl wir drei Kardinäle haben. Da müssen wir wohl bestechen oder sowas, ne? Egal. Weg. Was haben wir hier? Technologie investieren. Aha, hier unten. Erforschen eine Arke Buse, kostet 85 mehr Macht. Ja, machen wir, ne? Aha. Okay. Frontbreite um 2 erhöht, Winternährkampf minus, ne, plus 0,3, kann nun Baracke bauen. Okay. Und da geht's dann weiter hiermit, oder was? Warum leuchtet der Spaß hier so? Weil das jetzt geht, oder was? Die steht dann da. Das wird jetzt entwickelt, will ich hoffen. Gut, okay. Kann man das jetzt hier irgendwie ändern? Ist das hier der Langbogen, der jetzt dazugekommen ist? Achso, da können wir wahrscheinlich gerade welche ausbilden. Langbogen, da drei verfügbar. Jetzt haben wir sogar irgendwie genug Geld, um das zu bezahlen, oder was? Aber wir haben noch so einen Kredit, ne? Lass uns mal erst den Kredit wieder loswerden. Da. Da den Tilgen. Und wie viel war das? 147. Zurückzahlen würde ich das gerne. Aber die Gesamtsumme, ja, kann ich hier leider nicht erkennen, weil das überschrieben ist. Schade, ne? 3% Zinsen müssten ja ungefähr von 147 3% Zinsen, das wären irgendwie 4,50 oder sowas. Das müsste aber eigentlich das Geld für reichen, oder? Aber 166 ist die Tilgungsbetrag. Der wird da wahrscheinlich stehen, aber kann man nicht lesen. Gut, dann müssten wir noch 5 Tage warten, bis wir das Geld vielleicht dann zurückbezahlen können. Wir machen mal. Na, es wird knapp. Komm. Er speichert gerade ab. Wir können es zurückbezahlen. 167, das wäre sofort alles. Dann nehmen wir gleich wieder einen Kredit auf. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir es mal ganz kurz einen Monat rübergehen lassen. Was steht hier? Waffenstillstand ist beendet. Britannia. Okay. Okay, da ist das nächste. Aha. Gegen Engländer auch. Ja, wollen wir nicht hoffen, dass die uns gleich wieder angreifen. Interessieren würde mich mal gerade, mit wem die hier was machen. Ah, Verbündete mit England und Vatikan, alles klar. Und die Engländer, mit wem sind die hier verbündet? Britannia, Portugal und Leinster. Leinster. Okay, dann nicht.
So, wir müssen aber hier noch einen Diplomaten irgendwo schicken. Wenn wir mal hier. Ja, dann machen wir doch auch mal was, oder? Nee, das war falsch. Verbessern wir mal gerade die Beziehung mit denen. Ja, machen wir. Und dann werden wir irgendwann das machen, ne? Gut. Aber wir haben die Runde wieder erreicht. Ich denke mal, das soll reichen. Sollen wir gerade noch den Kredit abbezahlen? Ich glaube, das machen wir gerade noch ab. Das war ja schon offen. Und zurückzahlen und fertig. In der Hoffnung, dass wir noch was überbleiben haben. Sechse. Okay. Nicht viel, aber etwas. So, und dann würde ich sagen, speichern wir ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.